Montagnachmittag, Final Fantasy VII, willkommen zurück bei Ape Supremacy Entertainment mit Master Steve 89 und in der letzten Folge haben wir Aeris kennengelernt und sind jetzt mit Cloud und Aeris hier in den Slums unterwegs und suchen ihr Haus. Der Typ in dem Rohr ist sonderbar, egal was man ihn fragt, er antwortet nur mit U oder A. Ein Äffchen! Hast du von Walmart gehört? Nein. Das ist der Markt in den Slums von Sektor 6. Da kriegst du alles, was du dir nur denken kannst. Allerdings nur, wenn du es schaffst, hinzukommen. Die Straße ist so eine Sache für sich. Okay. Das ist sowas ähnlich wie die Hubworld in den Slums, ha? Huh? Was mache ich? Ich laufe herum und gucke auf den Boden. Nicht schlecht. Man kann eine Menge Sachen finden, die Leute verloren haben. Und wenn man nach unten guckt, die findest du nicht, wenn du nach oben guckst. Stimmt's? Ja, super. Wuff, wuff. Was macht er hier? Ausgemägt. Bewegt euch. Wenn du was willst, geh in den Laden. Oh ja. Was ist hier los? Tut, tut. Nächster Halt, Midgar. Fahrgäste, die in Midgar aussteigen wollen, mischen bitte läuten. Weißt du, Midgar soll sprühend und frisch und elegant sein. Ach ja, irgendwann gehe ich auch hin. Okay, also Zweiklassengesellschaft. Pass auf dich auf, das ist das Gesetz des Slums, aber dafür brauchst du erstmal Waffen, stimmt's? Ja, Mann. Aber mal sowas von. Ach, jetzt habe ich... Sorry, jetzt habe ich X gedrückt. Ich nehme die Sachen ja meistens direkt aneinander auf. Jo. Kaufen wir den mal zweimal. Oder gleich viermal. Zweimal, ich kann wahrscheinlich jetzt eh nicht anlegen. Für die anderen beiden, ja, ja. Ach Quatsch, nee. Equipment brauchen wir. Eisenreif, Titanreif. Zauberverteidigung hoch. Oh cool. Mit dem Ding kann er jetzt das auch sogar lernen. Richtig, das hatte ich bei Aeris auch gar nicht gemacht, glaube ich. Bronzereif. Titanreif. Feuer wiederherstellen kann die jetzt gar nicht. Ist es, weil ich das Cloud gegeben habe? Wie nehme ich denn dann gegebenenfalls Cloud das wieder weg? Ja, okay. Kann ich es jetzt alles geben? Ja. Ich denke, das macht nämlich mehr Sinn. Cloud haut ja einfach besser zu. So. Dann schauen wir uns hier mal weiter um. Okay, da geht's nicht lang. Dann gehe ich wohl einfach mal hier links weiter. Ah, so ein Ärger. Willst du noch mal zu dem Geschäft in Sektor 6? Ha? Wer zum Beispiel bist du? Pass auf, wie du mit mir sprichst. Ja, die lassen mich jetzt nicht durch. Sehe ich das richtig? Ja, ja. Okay. Tja, und nu? Was mache ich? Ja, ja, das hatte man schon. Star, richtig. Wir handeln hier nur gegen Gold. Okay. Ich würde gern mal dem Cloud eine neue Waffe kaufen, ehrlich gesagt. Den Trank. Braucht dringend auch mal ein paar Phönixfedern, denke ich. Einfach nur, um sicher zu gehen.
Ich schaue mich einfach dann mal hier um. Wenn ich da ja nicht durchkomme, muss ich wahrscheinlich mit irgendwem babbeln. Alles, was Präsident Schindler sagt, ist gelogen. Andererseits kann man diesen Avalanche-Leuten oder wie man die nennt, auch nicht trauen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Am Ende geht es doch nur darum, dass man so sein möchte wie die da oben. Also wem glaubst du? Mir selber. Mich selber lüge ich nicht an, so viel ist sicher. Jo, recht hat er. Was ist hier los? Gluck, gluck. Jetzt findet es keine mehr. Niam, die obere und die untere. Okay. Whatever that means. So. Raus hier. Ist hier oben lang weiter? Ja, da geht's weiter. Sehr schön. Na, guck mal da, Blümchen. Und Save Point. Oh, müssen wir unbedingt machen. Ist schon so lange her. So viel Fortschritt gehabt. Den dürfen wir unter keinen Umständen verlieren. So, aber von der Musik her würde ich auch schon mal sagen, sind wir jetzt richtig. Von der Musik her würde ich sagen, wir sind in der Nähe von Ares House. Und auch die ganzen Blumen. Sind alle ihr oder was? Wollt ihr mir hiermit sagen? Liebe Entwickler. Yep. Ich bin zu Hause, Mama. Das ist Cloud, mein Bodyguard. Bodyguard? Heißt das, dass dir wieder jemand gefolgt ist? Bist du in Ordnung? Du bist doch nicht etwa verletzt. Ich bin in Ordnung. Cloud war bei mir. Danke, Cloud. Und was machst du jetzt? Ist Sektor 7 weit von hier? Ich will zu Tifas Bar gehen. Ist Tifa ein Mädchen? Ja. Eine Freundin? Ja. Oh, wie schön. Na, das ist nett. Also Sektor 7, ich zeig dir den Weg. Du spinnst wohl, wo willst du dich nochmal in Gefahr bringen? Reine Gewöhnungssache. Gewöhnungssache? Na, ich weiß nicht. Sich von einem Mädchen helfen lassen? Alter Macho, wo du bist! Ein Mädchen? Was meinst du denn damit? Und du meinst, du kannst sowas sagen und ich höre mir das einfach an? Meh, meh, meh. Mama, ich bring Cloud zu Sektor 7, ich bin bald wieder da. Aber Schatz, ich gebe auf. Wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, hörst du sowieso nicht mehr. Aber wenn du unbedingt gehen willst, warum gehst du nicht morgen? Ja, du hast recht, Mama. Ares, bitte geh und mach das Bett. Wie beim Bund, Alter. Erstmal Bett machen. Deine Augen glänzen so. Du bist von Soldat, oder? Oh, guck mal da. Ja, zumindest früher einmal. Mama Elmira ist aber ganz schön schlau. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber kannst du bitte heute Abend von hier verschwinden, ohne Ares etwas zu sagen? Logo. Aber erstmal wird die Küche leergeräumt, Soldat. Ares packt es nicht, wenn ihr nochmal jemand wehtut. Ist Ares tatsächlich eine Säuferin? Ernsthaft, ey? Das ist ja sowas von krass. Um zu Sektor 7 zu gelangen, musst du durch Sektor 6 gehen. Sektor 6 ist etwas gefährlich. Du sollst dich also heute Abend ein bisschen ausruhen. Mach mal. Cloud. Gute Nacht. Oh Mann. Du scheinst ganz schön müde. Hä? Ich habe schon lange nicht mehr in einem Bett wie diesem geschlafen. Oh ja.
Seit damals. Das ist... Ist das Rerun? Mensch, wie bist du gewachsen? Das ist seine Mutter. Cool. Ich werde die Mädchen lassen dich nicht in Ruhe. Eigentlich nicht. Ich mache mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Es wäre mir wohler, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. Ja. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Sauber, das interessiert mich nicht. Ja, eine ältere Freundin, die alles weiß, die genau weiß, wie man alles anpacken so hat und so weiter. Absolut, ich muss eingeschlafen sein. Aber Aris ist doch nicht älter irgendwie, oder? Das wollen die jetzt nicht sagen damit. Sektor 7 ist hinter 6, ich sollte es alleine schaffen. Hä? Der Boden hat geknirscht. Hab gedacht, die Turks kämen wieder, schlaf ein bisschen. Keine Chance zu entkommen. Alter, der hat Augen gerade. So komische. Sah aus wie eine Lego-Figur. Diesmal fängt mich niemand. Ist das hier tatsächlich irgendwie so eine Art Challenge? Ich hoffe nicht. Die Olle ist aber auch ein bisschen dumm, oder wie ist das, dass sie nicht checkt? Okay, das passiert aber zweimal. Alles klar. Raus hier! Nix wie weg. So, ab zu Sektor 6. Oder durch Sektor 6. Alter! Wie das? Du bist aber ganz schön früh auf. Alte Zicke, ey. Nag, nag, nag. Wie konnte ich dich bitten, mitzukommen, wo ich doch wusste, dass es gefährlich sein könnte? Bist du fertig? Du musst durch den Slum in Sektor 6, um zu tiefer 7. Himmel zu gelangen. Ich bring dich hin, komm mit. Jetzt warte doch mal! Jo, natürlich. Das Spiel lässt einen echt überhaupt nicht sich umgucken. Das ist schon krass. Ah, da drüber. Ich find's echt schwierig, hier zu erkennen, wo man lang kann und wo nicht. Ist das ein Haus? Feuer! Haus abbrennen! Warum kämpfe ich gerade gegen ein Haus? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, aber stark ist es.
Oh, jetzt haut der noch vorbei. Oh ja. Klar. Let's go, Tifa. Ares. Es fällt auseinander. Wie cool ist das denn? Okay, ich muss wohl im Moment mit Zauber angreifen, weil Cloud hat sie zweimal daneben gehauen. Das halte ich für relativ ausgeschlossen, dass das Zufall war. So. Ein bisschen Monet dazu bekommen. So. Hier durch. Oder? Nicht hier durch? Nicht hier durch. Boah, Alter, ich erkenne hier überhaupt nicht, wo ich hin soll. Ja, gehen wir mal auf Nummer sicher. Es hat sich gelohnt. Boah, die heilt aber einen richtigen Batzen weg. Geilo. Das ist ein cooles Limit. Was ich hier so im Moment sagen muss, ich finde, dass die Gegner unnötig viel aushalten, teilweise. Die machen null Damage, also du hast ja noch nicht mehr irgendwie Gefahr oder irgendwie sowas, dass du halt sagst, oh, das ist aber anspannend und oh, musst aber aufpassen, irgendwie sowas. Ey, ich muss doch da in dem... Ja, hier links geht's ja wohl nicht weiter. Ja, es ist irgendwie da... Oh, super Überraschungsangriff. Aber gleichzeitig brauchst du halt einfach unheimlich viele Runden, um so einen Kampf zu beenden. Also, das sind manchmal so Sachen, wo ich sage, ist das wirklich notwendig? Ob bis du da mal auf den Gegnern drauf bist, die du haben willst. So, Ares muss definitiv geheilt werden. Cloud muss eigentlich geheilt werden. Na, ja, machen wir nächste Runde. Mutangriff. So, das machen wir aber jetzt schön mit Potions. Ja, die nennen sie Tränke einfach hier. Da wurden sie, haben sie uns dann später aber ein bisschen mehr zugetraut. Da haben sie das tatsächlich drin. Ihr muss doch. Irgendwie muss ich das Ding doch benutzen können, oder nicht? Oh, ey, ernsthaft? Wo soll ich hier hin? Ich zweifle immer, dass das... Da kann... Alter! Ey, das sieht ja noch nicht mal so aus. Mann. Das hier hat ja jetzt nichts mit schlechter Grafik oder so zu tun, sondern es ist einfach mega undeutlich. Ich
Ja, mal gucken, ob Blitz irgendwas gegen das Ding bringt. Ja, toll, das dumme Limit von ihr brauche ich ja im Moment überhaupt nicht. Jetzt auf einmal, Leco Mio. Bam. Weggezaubert. Aber ehrlich, ich finde, man erkennt hier so gut wie überhaupt nicht, wo man lang gehen soll. Das war's schon. Das Tor zu Sektor 7 ist dort drinnen. Danke, jetzt müssen wir uns also verabschieden. Schaffst du den Weg nach Hause alleine? Oh nein, was soll ich jetzt machen? Ist es das, was du hören willst? Wir nehmen sie mit. Ich könnte das machen. Werde ich hier nicht im Weg sein? Was meinst du im Weg? Nichts. Können wir eine Pause machen? Ehrlich gesagt ja, weil dein Mana ist ein bisschen down. Oh, jetzt gehen wir schaukeln. Gehen wir jetzt schaukeln? Komm, wir gehen schaukeln. Komm, Olle. Ich kann nicht glauben, dass das immer noch hier ist. Es geht so rutschen. Nein. Cloud, hier! Welchen Rang hattest du? Rang? Du weißt schon, bei Soldat. Oh, ich war... Erste Klasse. Genau wie er. Wie wer? Mein erster Freund. War's dir ernst? Nein, aber für eine Weile habe ich ihn gemocht. Wahrscheinlich kannte ich ihn. Wie hieß er? Ist echt nicht wichtig. Ein Chocobo. Gott. Schokobogonnel. Cloud, wie? Hey, da hinten. Tiefer? Das Mädchen in dem Wagen war tiefer? Was macht sie? Sie sah sonderbar aus. Na dann. Warte! Ich gehe allein nach Hause. Geh heim! Tja, du dämlicher Cloudboy. Die Olle hört nicht auf dich. Tjo. Ein Savepoint wäre mal ganz cool. Oh! Boah, hier, Mega City. Oh, da ist ein Mugel. Okay. Und tiefer hat sie alle gehabt. Aris. Deswegen läuft sie hier so rum und redet mit ihm. Hier ist ganz schön gefährlich, besonders für ein Mädchen. Wir müssen tiefer schnell finden. Alles klar, Aris. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Gleich, nachdem wir gespeichert haben. So, also, wir haben die Säuferin aus dem Slum Aris ein bisschen näher kennengelernt und haben ein wenig geflucht über die Architektur der Welt bisher. Aber das soll es dann auch jetzt fürs erste Mal gewesen sein. Bis morgen dann mit einer weiteren Folge von Final Fantasy 7. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vergesst nicht zu liken, subscriben und kommentieren, wenn ihr das hier schaut.
und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.